Moin moin meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Away hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir gehen direkt wieder rein in Minecraft und sehen uns gleich wieder. Let's go! So, moin moin meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Away hier auf diesem Kanal. Die Kamera ist ein bisschen verstellt, sehe ich gerade. Ich glaube, die muss ein Stückchen weiter darüber. So, ich glaube, jetzt ist es gut. Ne, das war zu viel. Halt. So, ich glaube, das passt. So, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Minecraft Away. Wir legen heute mal wieder direkt los mit der neuen Folge. Und ja, ihr wisst ja, wir in der letzten Folge haben wir endlich unseren Reaktor fertig gebaut, der sich in unserem Reaktorraum befindet, und zwar hier drin. Das ist das gute Schmuckstück hier unten. Die Redstone-Schaltung habe ich schon fertig gemacht. Das heißt, wir haben hier wieder eingestellt, dass der Reaktor bei 90% Füllstand des internen Speichers im Prinzip alle Mechanismen wieder in Gang setzt, damit das Ding einmal tot gemacht wird. Und das bedeutet, sobald er hier seinen Füllstand von 90% erreicht hat, geht er hier wieder runter. Und sobald die 90% wieder unterschritten sind, gibt er wieder Vollgas, genau. So, das heißt, wir haben hier jetzt im Prinzip erstmal genug Yellorium drin und das Ding ist erstmal versorgt. Das ist also schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, strommäßig sind wir sehr, sehr gut unterwegs mittlerweile. Und nur noch mal kurz für euch zur Information, hier dieser kleine schöne Aufzug. Ich wusste nicht, aus was ich den Boden machen soll, deswegen habe ich einfach Diamond-Blöcke genommen. Warum? Weil wir es können. Und wenn ihr euch hier reinstellt so und dann hier auf UG drückt, dann fährt das Ding hier wunderbar runter. Juhu! Und zack, sind wir unten angekommen in der unteren Etage und hoch geht es natürlich genauso, zack. Und dann geht es wieder schön nach oben. Was mich ein bisschen stört, ist die Tür. Es ist ja im Prinzip hier so eine Garagentür, die hat eigentlich an einem Aufzug nichts zu suchen. Aber ich habe nichts Besseres gefunden. Ich glaube, das ist aber auch nicht allzu schlimm. So, wir machen heute weiter. Wir haben jetzt einen sehr, sehr großen, sehr, sehr massiven, sehr, sehr starken Reaktor, der sehr, sehr viel Strom für uns produziert. Und deshalb würde es auch Sinn machen, die Energie nicht einfach ins Nirvana zu schießen, sondern die Energie zu speichern. Und an dieser Stelle kommt, wie bereits angekündigt, Draconic Evolution ins Spiel. Draconic Evolution und der Mega-Stromspeicher, den die Mod mit anbietet. Wir verbarrikadieren uns dazu einmal hier in unserem schönen Labor, was im Moment nicht allzu schön ist. Ich habe immer noch nicht das Zeug da verkleidet, das muss ich irgendwann mal noch machen. So, aber für euch kurz zur Visualisierung, das hier ist der Draconic Energy Core. Der besteht aus im Prinzip einem Block, der so aussieht, dieser Energy Core. Und mit diesem Energy Core können wir verschiedene Stufen bauen. Also es gibt quasi den Tier 1 Core, den Tier 2, Tier 3, bla 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 bla. Und ihr seht schon, witzigerweise, der Tier 1 Core kann zum Beispiel 45,5 Millionen F speichern, der Tier 2 273 und so weiter. Wir kommen dann hier irgendwann in den Bereich von Billionen in Trillionen F. Und bei dem Tier 8, da kann die Zahl nicht mal mehr angezeigt werden. Also der Tier 8 Speicher ist so heftig, was die Kapazität anbelangt. Man könnte, und das steht hier auch, man könnte das als unendliche Stromspeicherquelle, wenn man so will, definieren. Es ist, ja, also der Tier 8, den wirst du niemals voll bekommen. Du kannst 20 Reaktoren bauen in der Größe, wie wir es gemacht haben. Du wirst das Ding einfach nicht voll bekommen. Aber wir werden auf jeden Fall mal schauen, was wir hinbekommen heute in dieser Folge. Wir fangen auf jeden Fall mal an mit dem Energy Core. Für den brauchen wir einen Wyvern Core und Wyvern Energy Cores, dafür brauchen wir Draconic Cores und Draconic Cores, dafür brauchen wir sehr viel Gold und sehr viel Diamond. Ich schau mal, ich bin gespannt, wie viel wir tatsächlich hinbekommen. Das werden wir gleich sehen. Wir haben zumindest mal 2400 Draconium Ingots, das ist schon mal nicht ganz schlecht. Ich glaube, damit kann man ein wenig was machen. So, Draconic Core, zack, und schauen wir mal, wie viel wir hinbekommen. Ich mache jetzt einfach mal, keine Ahnung, hier so ein paar Stacks. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen was auf Lager. Und dann war es ja so, dass wir zusätzlich noch diese Wyvern Energy Cores brauchen. Dafür brauchen wir wiederum Draconic Ingots und Redstone Blöcke. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir Redstone Blöcke haben. Ja, wir haben eigentlich relativ viele. Ich würde mir aber zur Sicherheit einfach nochmal bisschen Inventar voll Redstone-Blöcke machen, einfach auch, weil wir es können, weil wir einfach genug Redstone haben. Das schmeißen wir zurück ins ME-System
Und dann machen wir weiter. At Draconic mit diesen Wyvern Energy Cores. Dafür brauchen wir, wie gesagt, viele Redstone-Blöcke, diese Draconic Cores und an den Ecken jeweils Draconium Ingots. Das heißt, da machen wir uns auch mal, keine Ahnung, ich mache jetzt einfach mal zwei Stacks. Das wird, denke ich, für den Anfang mal so ungefähr hinhauen. So, als nächstes werden wir uns den Energy Core craften. Das ist im Prinzip alles, was wir dazu brauchen. Ah, warte mal, was habe ich vergessen? Ach, die Wyvern Cores, natürlich. Oh no! Oh no! Nein! Für die Wyvern Cores brauchen wir Nether Stars. Und meine Freunde, für Nether Stars brauchen wir Wither! Wir brauchen Wither! Das schreit nach dem nächsten Bosskampf tatsächlich. Oh my gosh! Wir brauchen Wither. Und jetzt, ah natürlich, ich hatte das schon tatsächlich verdrängt, denn jetzt fällt es mir auch wieder ein, wenn ihr mit Draconic Evolution beginnen wollt, macht euch darauf gefasst, ihr braucht eine brutale Mob-Farm. Es ist einfach heftig, weil ihr braucht so viel Stuff einfach. Ihr braucht so viele Nether Stars und das kriegt ihr halt nur mit einer ordentlichen, wie soll ich sagen, mit einer ordentlichen Mob-Farm hin. Das heißt, wir machen alles wieder rückgängig, alles wieder auf Null. Wir beginnen heute nicht mit Draconic Evolution, sondern mit einer anderen, ganz speziellen Mod, die wir uns jetzt auch anschauen werden. Und zwar ist das die Mod Wut, also nicht wie die Wut, wenn man sauer ist, sondern W-O-O-T, Wut, ich zeige es euch kurz, so. Und das hier ist eine Mob-Farm-Mod, kann man sagen. Also mit dieser Mod kann man Mob-Farmen erstellen. Ich hoffe, dass ich damit jetzt so einfach zurechtkomme. Ich glaube, so schwer war es nicht. Man braucht hier nur so ein paar ganz spezielle Items. Hier wie dieses Stygian Iron Ingot. Und dafür braucht man dieses Stygian Iron Dust. Und das bekommt man wiederum im Stygian Anvil durch Soul Sand, Iron Ore, Netherrack. So, das ist so im Prinzip das, was wir brauchen. Iron Ore haben wir Gott sei Dank ein bisschen was über. Das ist also kein Problem. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir mit Wu tatsächlich beginnen können. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich das noch alles so aus dem FF hinbekomme oder ob wir da Hilfe benötigen werden. Aber wir... Warte mal, wir brauchen Stygian Iron Ingots, dafür brauchen wir aber den Stygian Iron Anvil, aber um den Anvil zu machen, brauchen wir Stygian Iron Ingots. Okay, das macht keinen Sinn. right click with a die or ender sharp to place it on the anvil. Drop the other ingredients on the anvil, then hit it with your hammer. Okay. Ja, also die erste Stufe ist auf jeden Fall der Anvil, ganz klar. Aber wir brauchen dieses Stygian und für dieses Stygian Iron Ingots brauchen wir eben diese Stygian Iron Dust. Oder gibt es noch einen anderen Weg? Dann müssen wir mal schauen, ob es da noch andere Wege gibt, daran zu kommen. Nein, wir brauchen auf jeden Fall diesen Dust. Und diesen Dust bekommen wir halt in dem Anvil. Das macht keinen Sinn. Okay, dann müsste ich mich tatsächlich schnell schlau machen. Achso, warte mal. Es gibt ein Readme. Es gibt ein Readme. Instagram Before Access. Und haben wir das hier drin? Nein, das haben wir nicht hier drin. Schade. Gut. Ich dachte, da gäbe es auch so ein Manual. Irgendwas in der Richtung, wo man sich dann anschauen kann, wie das funktioniert. Also Soul Dust gibt es auf jeden Fall. Der Hammer, der ist auch relativ einfach zu craften. Den können wir uns direkt mal machen. Der ist, den werden wir später brauchen, um quasi auf dem Anvil dann drauf zu klopfen. Und ja, dann geht es hier weiter mit diesen ganzen komischen Shards und mit diesen Factory Nether Casings und so weiter. Da muss ich mich tatsächlich... Was auch immer die Intern ist. Ich habe keine Ahnung. Factory Controller, Factory Base und da... Ja, das ist... wir brauchen für alles auf jeden Fall diesen Stygian Iron Anvil. Und für den brauchen wir halt dieses Stygian. Das heißt, da müssen wir einfach noch kurz rausfinden, wie man dieses Stygian macht. Und dann können wir theoretisch mit der Mod loslegen. Ich würde sagen, an der Stelle ein ganz kurzer Cut. Ich schaue kurz nach und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Schwuppdiwupp, meine Freunde, wir sind wieder zurück. Es ist ganz, ganz simpel. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Ich habe es tatsächlich auf Reddit einmal nachgelesen. Einfach den Hammer rein ins Crafting-Menü, Soul Sand dazu, Netherrack dazu, Iron Ore dazu und ihr bekommt dieses Stygian Iron Ore. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Der Hammer
Was auch der Hammer ist, ist, dass der Hammer sich nicht verbraucht, also der hat keine Haltbarkeit, sondern den baut ihr euch quasi einmal und dann bleibt er für immer, das ist sehr cool. Und dann bekommt ihr dieses Daijin Iron Ore. Und dieses Daijin Iron Ore, das könnt ihr natürlich einfach in den Ofen packen und dann bekommt ihr diese Daijin Iron Dinger, ne? Also hier einfach rein damit und let's go. Da werden die Dinger schön gecraftet, laufen in unser ME-System rein. Perfekt, genau so soll es sein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht gleich sogar ein bisschen mehr machen. Ich mache mir mal einfach mal 3 Stacks insgesamt. Das heißt, wir machen hier 2x Iron, dann brauchen wir nochmal 2 Stacks Soul Sand. Und von Netherrack brauchen wir auch noch ein bisschen was. Da machen wir uns auch nochmal 2 Stacks raus. Und dann könnten wir theoretisch könnten wir auch einfach den Hammer hier hinlegen. Und könnten uns das Zeug hier aus dem ME-System craften, dann müssen wir es nicht in der Hand machen. So, 3, ja gut, jetzt sind es eben 3 geworden, von mir aus. Aber warte mal, den Hammer, den werden wir wahrscheinlich brauchen, den lasse ich mal im Inventar. So, dann legen wir die 3 Stacks auch noch schnell in den Ofen, damit wir mal auf jeden Fall genug haben. Ihr seht, ich bin da immer so der vorsichtige Typ, ich mache immer lieber gerne mehr wie zu wenig, damit man da einfach dann Ruhe hat und nicht zwischendrin dann nochmal anfangen muss, das Zeug rauszusuchen. So, aber wir haben jetzt auf jeden Fall dieses Staijin. Ich weiß überhaupt null. Ich habe nicht den blassesten Dunst, wie man das Ding ausspricht. Staijin Iron, ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall machen wir uns hier noch ein paar Blocks davon. Und dann können wir uns nämlich auch schon den Anvil davon machen. Staijin Anvil. Iron Anvil, das ist der hier mit Obsidianblöcke. Zack, dann haben wir das Ding. So, das ist Schritt Number Uno. Und wenn ich mich richtig entsinne, war es so, dass der nicht einfach aufgestellt werden kann, sondern der braucht, um zu funktionieren, diese Lava-Blöcke aus dem Nether. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben sehr, sehr viele davon. Ich weiß nur aktuell gerade nicht mehr auswendig, wie die Dinge heißen. Die sind Magma? Die heißen Magma-Blöcke? Kann das sein? Ja, ich glaube Magma-Block heißen die Dinger. So, das heißt, wir schnappen uns mal und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das hier machen sollen oder ich weiß nicht, ob die Magma-Blöcke nachher hier irgendwas anzünden. Das wäre natürlich sehr, sehr doof. Ich mache das mal testweise erstmal hier unten. Hier unten ist das, glaube ich, nicht so tragisch, wenn da. So, das heißt, wir stellen hier einmal den Magma-Block hin. Hier einmal den Anvil. Und jetzt ist es so, dass das Ding kein Inventar hat, sondern man muss quasi da drauf craften. Also man hat dann quasi hier in der Mod Wood solche Platten, die man da drauf legt, als, ich sag mal, als Stanzform, wenn man das so sagen kann. Das sind diese Dinger hier. Mesh Dye, Plate Dye, Core Dye und Shard Dye. Und dann braucht man die entsprechenden Items und die muss man quasi auf den Anvil drauf droppen und dann mit dem Hammer draufschlagen, dann bekommt man das raus. Also ich zeige euch das kurz, wie das geht, insofern ich das gleich hinbekomme. Wir brauchen auf jeden Fall Iron Bars. Wir brauchen erstmal diese Staijin Iron Plates. Die bekommen wir so. Also das ist erstmal ganz einfach. Die Staijin Iron Plates, das ist mal das allererste, was wir brauchen. Staijin. Da bekommen wir gerade sogar ein bisschen was raus. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir brauchen. Ich mache jetzt einfach mal auch hier ein paar Stück. Zack und zack. Und jetzt müsste es theoretisch so sein. Bringt das was? Ne, das bringt nichts. Warte mal, ich muss nochmal kurz nachgucken. Wir machen uns jetzt einfach mal testweise diese erste Mesh-Dye-Platte. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Iron Bars. Und das ist quasi der Untergrund. Und darauf muss dann das Staijin Iron Play drauf. Ist das richtig? Wir probieren es einfach. Ich glaube, dass es passt. Ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher. Aber wir probieren das jetzt einfach. Pass auf. Also, wir brauchen diese Ingredients. Iron Bar einmal drauflegen und dann einmal die Geschichte da drauf mit dem Hammer draufhauen und zack, wir haben das Mesh Dye. Genau so funktioniert es. Perfekt. Gut, dass ich das noch irgendwie im Kopf hatte. Das ist nämlich auch, wenn man das nicht weiß und nicht kennt und auch das Readme nicht gelesen hat und gar nichts, dann ist es relativ schwierig mit der Mod anzufangen, weil man erstmal gar keinen Plan hat, wie das tatsächlich funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt hier die Mesh Dye, um diese Plate Dye zu machen. Brauchen wir jetzt hier unten keine Iron Bars, sondern ein Stone Slab. Also brauchen wir eine Stone Slab und die haben wir nicht. Das heißt, wir müssen uns kurz eine craften. Die können wir hoffentlich so aus Stone einfach machen. Genau. Und zwar eine. Zack.
Ihr braucht auch immer nur eine von diesen Dice, also von diesen Platten hier. Die verbrauen sich nämlich, glaube ich, auch nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich euch gerade einen Quatsch erzähle, aber es müsste theoretisch passen. So, das heißt, einmal so, mit dem Hammer drauf, zack, und wir haben die Play Die. So, jetzt haben wir schon 2 von insgesamt 4. Das ist schon mal sehr gut. Dann schauen wir weiter mit der dritten, was wir dafür brauchen. Das wäre dann hier diese Core Die. Dafür brauchen wir einfach Redstone. Und für die Shard Die brauchen wir ein Nether Quartz. Also relativ easy. Nichts, was uns vor irgendwelche großen Herausforderungen stellen würde. Einmal Redstone und einmal Nether Quartz. Und wir sind good to go. Sehr, sehr schön. Was sagt denn die Zeit heute? Okay, also. Wir machen heute auf jeden Fall eine etwas kürzere Folge. Ich hatte mir vorgenommen, die Folgen nicht mehr allzu lang zu strecken. Nicht mehr allzu lang zu machen. Weil ich aber so ein bisschen das Gefühl habe, dass längere Folgen auch nicht so gut bei euch ankommen und auch nicht so lang angeschaut werden. Also ich bekomme ja in YouTube Studio immer angezeigt, wie lang die Folgen immer angeschaut werden, was die durchschnittliche Wiedergabedauer ist und so weiter. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass kürzere Folgen einfach ein bisschen knackiger sind, ein bisschen besser ankommen. Aber mir geht es persönlich auch so. Also ich eigentlich doof, dass ich es nicht schon immer so mache oder so gemacht habe und dass ich die Folgen immer bis zu einer halben Stunde gezogen habe. Wenn ich mal drin bin, dann will ich halt immer weitermachen. Das ist halt das Problem ein bisschen, was ich habe. Aber mir geht es genauso. Wenn ich YouTube-Videos angucke und ich sehe, die Dinger gehen eine halbe Stunde, dann überlege ich mir gleich zweimal, ob ich es überhaupt anfange zu schauen. Und da verstehe ich euch also sehr, sehr gut. So, das heißt, wir machen jetzt einmal noch Redstone drauf, schmeißen die Platte drauf, nehmen den Hammer, bekommen unsere Core Die. Und das gleiche machen wir jetzt hier noch mit Nether Quartz, einer Platte und dem Hammer. Und dann sind wir schon fertig. Tada! Und die Shard Die. So, wir haben jetzt alle 4. Wir haben jetzt alle 4 Platten. Das ist auf jeden Fall mal Schritt 1. Ich wusste noch, so fängt man mit Wood im Prinzip erstmal an. So, das ist quasi Schritt 1. So, dann gibt es hier die Hard Controller, Controller Cores, Tier 1 Upgrade Core, Tier 2 Upgrade Core. Die Art und Weise, wie man mit der Mod Items craftet, bleibt immer dieselbe. Das heißt, ob ihr jetzt hier so ein Hardcore braucht oder dann später ein Cap Core oder ein Tier 3 Upgrade Core. Ihr benutzt dafür immer diesen Stygian Anvil, habt unten immer eine Ausgangsform, oben dann die entsprechenden Items, die ihr braucht, dann mit dem Hammer drauf kloppen und dann bekommt ihr erst das Item, das ihr braucht. So funktioniert das hier mit dieser Mod. So, Factory Layout, genau, das ist der erste Block, den wir brauchen. Das Factory Layout. Hoho. Denn mit diesem Factory Layout könnt ihr im Prinzip euch anzeigen lassen. Ich probiere das mal. Ich weiß nicht, ob das ohne Strom schon geht, aber wenn man das hier hinschaut. Genau. So, dieses Factory Layout, dieser Factory Layout Block ist im Prinzip nichts anderes wie eine Schablone, damit ihr seht, wo ihr welchen Block hinsetzen müsst, um quasi eine Tier 1 Farm zu machen oder eine Tier 2 Farm. Die würde dann so aussehen. Das bekommt ihr dann auch unten. Links, also, da unten links bekommt ihr es angezeigt, wie ihr bauen müsst, damit ihr eine Tier 2 Farm bekommt. Wenn ihr nochmal Rechtsklick auf den Factory Block macht, bekommt ihr die Tier 3 Farm angezeigt, wie ihr die bauen müsst. Und dann gibt es noch die Tier 4 Farm und ich glaube, das ist noch nicht mal die größte. Ich glaube, es gibt noch eine Tier 5 Farm. Ne, jetzt kommt wieder Tier 1. Okay, also Tier 4 ist das größte. 1, 2, 3, 4, so. So sieht quasi die größte Mobfarm aus. Und es ist natürlich so, für euch zum Verständnis auch, wenn ihr eine Tier 1 Farm baut, dann könnt ihr solche Mobs quasi farmen, wie Schafe, Schweine, Kühe, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ein Creeper und ein Zombie und ein Skelett und so. Wenn ihr aber schon Enderman farmen wollt mit der Mobfarm, dann braucht ihr schon die Tier 2 oder die Tier 3 Farm. Und so geht es halt immer weiter. Denn mit der Mobfarm kann man sogar Bosse farmen, also Wither, Dragons und so weiter und so fort, Ender Dragons, und da muss man halt entsprechend dann gut ausgestattet sein, damit das dann funktioniert. Genau, also eine ziemlich krasse Mod, die aber in diesem Update ein Ticken schwieriger ist zu bedienen oder einfach mehr kostet. In der alten Version war es, wenn ich mich richtig entsinne, so, du hast die Farm einmal gebaut, konntest deinen Mob reinhauen und das Ding hat Vollgas. Solange du Strom hattest, hat das Ding die ganze Zeit rausgeballert, dass alles zu spät war. Jetzt ist es aber so, wenn du zum Beispiel Wither farmen willst, damit du an die Nether Stars kommst, musst du die Farm mit den Items versorgen,
die einen Wither spawnen lassen, sprich Seelensand und Wither Skeleton Skulls. Das bedeutet aber wiederum, und das ist im Prinzip das, was die Mod in dieser Version etwas schwieriger macht oder etwas teurer zum Bedienen, wenn ihr Wither dauerhaft farmen wollt, müsst ihr nebenher noch eine andere Farm haben, die Wither Skeletons farmt, sozusagen. Ne? Das ist im Prinzip genau das Ding mit Wood. War früher, wie gesagt, einfacher, jetzt ist es ein Ticken schwieriger geworden. Aber nicht schlimm, das kriegen wir auch alles hin. Ich baue den Controller einmal ab, nimm einmal den Anvil nach oben und versuch den mal oben aufzubauen, ob das da oben klappt oder ob das schwierig wird. Ich hoffe, dass ich mir nicht gleich die ganze Base abfacke. Ich meine, ich könnte es kurz probieren, theoretisch, wenn hier auf Holz nichts passiert. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst. Nein, wir machen das ganz kurz hier drin. Und dann sind wir jetzt nämlich auch schon bei knapp über 20 Minuten. Und dann werden wir das auch für heute dann gut sein lassen. Jetzt passt mal auf. Wisst ihr, was ich mache? Ich stelle den jetzt einfach hier hin. Stelle ich den da hin? Nein, ich stelle den nicht dahin. Ich stelle den hier hin. So. Schauen wir mal, ob hier dann auch nichts passiert. Nicht, dass mir gleich die ganze Bude abfackelt. So. Bisher passiert nichts. Wir machen hier quasi nach dem Motto, probieren geht über studieren. Wenn dann nachher alles abfackelt, dann ist es halt so, dann ist das Let's Play dann beendet. Ich baue es nicht nochmal auf. Nee. Gut. So, gut. Wir haben ein bisschen die Mobfarm Mod Wood begonnen. Haben uns das ein bisschen angeschaut. Wo könnten wir... Haben wir hier die Mobfarm rein? Nein, das ist ja für unser Autocrafting. Das machen wir nicht hier rein. Aber nur nochmal zum Verständnis. Hier diese Mobfarm Tier 4. Das ist die größte Farm, die man im Prinzip dann so bauen kann. Ist relativ groß tatsächlich und sieht auch relativ cool aus, wenn es dann komplett fertig gebaut ist, weil die Texturen sich dann auch verbinden. Also es sieht ja nicht so aus wie hier, sondern das sind dann verbundene Texturen. Und genau, damit machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen und welche Mobs wir dann mit unserer Tier 1 oder vielleicht Tier 2 oder Tier 3 Farm dann tatsächlich farmen können. Alles wie gesagt mit dem Hinblick irgendwann Wither Skeletons und Wither zu farmen, damit wir dann letztendlich genug Nether Stars bekommen für Draconic Evolution. Das ist im Prinzip der Weg, den wir gehen werden. So, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Ich sag, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und schaltet beim nächsten Mal wieder rein bei einer neuen Folge Minecraft Away. Macht's gut, ciao.